Ja, hallo, ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. Wir haben das letzte Mal uns mit der Darstellung von Funktionen beschäftigt. Das heißt, zunächst mal haben wir gesehen, was sind Boolesche oder Schaltfunktionen. Wir haben gesagt, das sind Funktionen binärer Variablen. Das heißt, als unabhängige Variablen haben wir x1 bis xn. Und wir definieren n-stellige Boolesche Funktionen so, also auf dem Definitionsbereich 0, 1 hoch n, Werte der Funktion für die unterschiedlichen Belegungen der unabhängigen Variablen, die werden in dem Bildbereich oder Bildmenge 0 und 1 angenommen. Wir haben gesagt, dass wir bei n unabhängigen Variablen 2 hoch n Codierungen, wir nennen sie ab jetzt Belegungen der Eingangsvariablen haben und dass sich damit 2 hoch n unterschiedliche Funktionen definieren lassen. Beispiel für zweistellige Funktionen der zwei Variablen x0 und x1 ist hier angegeben. Das heißt, mit zwei Variablen x0 und x1 haben wir vier Belegungen. Die Belegungen, die sind oben hier angegeben. Das heißt 0, 0, 0, 1, 1, 0 und 1, 1. Und die symbolische Darstellung der Funktionen sehen wir in der vierten Spalte. Die verbale Form der Funktion in der dritten Spalte und hier der Name oder die Bezeichnung, unter der die Funktion bekannt ist. Zum Beispiel f0 ist die konstante Funktion 0. Für jede Belegung der Eingangsvariablen, das sind unsere Eingangsvariablen x0 und x1, das sind die Belegungen dieser Eingangsvariablen, also die vier unterschiedlichen Belegungen. Und bei der konstanten Funktion 0 hat die Funktion für jede diese Belegung den Wert 0. F15 ist die konstante Funktion 1 und dazwischen Funktionen, die wir kennen bzw. das letzte Mal definiert haben, wie Konjunktion, Disjunktion, Identität, Antivalenz, die NOR-Funktion, also die zweistellige NOR-Funktion, das heißt, das ist die Disjunktion von x1 und x0 und dann das Ganze negiert, beziehungsweise die NAND-Funktion, bei der wir die Konjunktion der zwei Eingangsvariablen bestimmen und dann das Ergebnis negieren. Wir haben gesehen, dass Funktionen auf unterschiedliche Art und Weise mit Hilfe von unterschiedlichen Operatoren darstellen lassen. Wir haben den Begriff des vollständigen Operatorensystems kennengelernt. Ein System heißt vollständig, wenn man damit alle Boolschen Funktionen darstellen kann. Wir wissen aus den bisherigen Beispielen bzw. aus dem, was wir bis jetzt bei der Boolschen Algebra gelernt haben, dass das Operatorensystem Konjunktion, Disjunktion und die Negation ein vollständiges Operatorensystem ist. Also das bedeutet, wir können damit sowohl die Negation als auch die Konjunktion und die Disjunktion hier ausdrücken. Bei der Frage, ob ein gegebenes System von Operatoren ein vollständiges Operatorensystem ist oder nicht, muss man antworten oder muss man zeigen, dass alle diese drei Grundoperationen, Negation, Konjunktion und Disjunktion, mit den gegebenen Parametern, mit den gegebenen Operatoren des Operatorensystems darstellbar sind. Also wir haben das letzte Mal gezeigt, dass zum Beispiel die Konjunktion und Antivalenz zusammen mit der Konstante 1 auch ein vollständiges Operatorensystem ist, weil wir die Negation als A-Antivalent 1, die Konjunktion sowieso mit dem Konjunktionsoperator, der Teil von dem Operatorensystem ist, und die Disjunktion von A disjunktiv verknüpft mit B als A-Antivalent B-Antivalent A konjunktiv verknüpft mit B.
So viel hier zu dem Thema. Dann haben wir den Begriff einer Tautologie kennengelernt. Hierzu haben wir gesagt, dass die Belegung der Menge von binären Variablen eines Boolschen Ausdrucks mit Wahrheitswerten bezeichnet man als eine Interpretation. Das heißt, zunächst mal haben wir einen Boolschen Ausdruck, ja, und erst dann, wenn wir die Variablen in diesem Boolschen Ausdruck mit Werten belegen, also mit bestimmten Belegungen aus den möglichen 2 hoch n Belegungen, die man normalerweise hat, dann spricht man Ausdrucks liefert immer eine Aussage, die entweder wahr oder falsch ist. Oder zum selben Wahrheitswert führen. Das ist ja klar, wenn wir 2 hoch n unterschiedliche Belegungen einer Funktion bei unserem Beispiel mit 2 Variablen und wenn wir eindeutig zu jeder Belegung dieser Eingangsvariablen einen Wert der Funktion haben wollen, dann ist es klar, weil wir haben ja nur 2 Werte und 4 Belegungen, beziehungsweise bei 3 Variablen 8 Belegungen und die Funktion kann nur 0 oder 1 sein. Somit sind auch verschiedene Interpretationen von einem Boolschen Ausdruck vorhanden, die zum selben Wahrheitswert führen. Und ein Boolscher Ausdruck, bei dem alle möglichen Interpretationen zum Wahrheitswert wahr führen, nennen wir Tautologie. Beispiel hierzu A, disjunktiv verknüpft mit A quer. Wir wissen, dass sowohl vor A gleich 0 als auch vor A gleich 1 wir den Wert 1 haben und somit A, disjunktiv verknüpft mit A quer, ist eine Tautologie. Die Frage ist, wie lässt sich sowas zeigen? Das heißt, wann repräsentieren 2 Boolsche Ausdrücke A und B dieselbe Boolsche Funktion? Die gleiche Frage. Oder dies ist gleichbedeutend mit, ist A äquivalent B eine Tautologie? Und um das zu zeigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir jetzt kurz behandeln wollen. Und zwar zunächst mal anhand von einem Beispiel. Gegeben seien hier 2 Boolsche Funktionen F1 von den unabhängigen binären Variablen A und B und F2. Und die Frage, ob F1 identisch mit F2 ist, ist äquivalent zu der Frage, ob der Ausdruck A konjunktiv verknüpft mit B, das ganze disjunktiv verknüpft A quer konjunktiv B quer, äquivalent zu A disjunktiv B quer und das ganze konjunktiv B quer disjunktiv verknüpft mit A. Und wie man das hier macht, wie gesagt, anhand von 2 Beispielen. Das heißt, mit Hilfe zunächst mal von Funktionstabellen oder mittels Umformungen der Ausdrücke. Das heißt, dass man die eine Seite oder die A in B überführt. Das Ganze ist hier dargestellt für das Beispiel. Das heißt, wir haben hier die Variablen A und B. Das sind die unterschiedlichen Belegungen der Variablen. Die sind hier in dieser Tabelle angegeben. Wow, das ist wahrscheinlich Regen da draußen, ne? Okay, so, das sind die Belegungen der Eingangsvariablen. Und die 2 Ausdrücke, die haben wir jetzt hier mit X und Y bezeichnet. Und ich denke, dass es für jeden klar ist, wie man hier diese Wahrheitstabelle bestimmt. Das heißt, zunächst mal A konjunktiv B, disjunktiv A quer, konjunktiv B quer, dann bekommt man 1, 0, 1. Gibt es jemanden, der nicht weiß, wie diese Werte hier entstehen? Aha, da wird es leise. Gibt es jemanden, der nicht weiß, wie diese Spalte hier, also diese Werte von X berechnet werden? Hand hoch. Das ist nicht der Fall, da freue ich mich. Gibt es jemanden, der nicht weiß, wie die zweite Spalte entsteht? Auch nicht. Das heißt, wir setzen ein die Belegungen 0, 0 in dem Ausdruck und dann berechnen wir den Wert 1. Wir setzen auch hier ein und berechnen wir 1 und so weiter und so fort.
und dann hier, ob x äquivalent zu y, beziehungsweise ob die zwei Ausdrücke hier gleich sind, die gleiche boolesche Funktion darstellen. Wir sehen, dass für jede Belegung der Eingangsvariablen die zwei Ausdrücke den gleichen Wahrheitswert haben. Also hier haben wir 1, 0, 0, 1, beziehungsweise wenn wir diese zwei Spalten über eine Äquivalentverknüpfung betrachten, dann sehen wir, dass wir natürlich hier bei dieser Äquivalenzrelation oder Äquivalenzoperation immer den Wert 1 haben. Das heißt, die zwei Ausdrücke hier sind äquivalent und somit A äquivalent oder X äquivalent Y ist eine Tautologie. Mittels algebraischer Umformung, das heißt, wir haben die eine Seite zunächst mal hier und wir wollen hier zur anderen Seite, das ist jetzt hier unser Ausdruck X, das war X, und mit Hilfe von algebraischen Umformungen führen wir X in Y, und ich glaube nicht, dass ich das hier durchführen muss. Das heißt, mit Hilfe von den Gesetzen, mit Hilfe von den Huntingtonischen Axiomen und die daraus abgeleiteten Gesetze, kann man zunächst mal Distributivgesetz hier anwenden. Das heißt hier das Ganze oder A quer. Dann kann man hier sieht man hier, dass A oder A quer gleich 1 ist, ja. Und dann sieht man hier, dass A B quer, konjunktiv verknüpft mit B quer auch gleich 1 ist. Und 1 und oder konjunktiv verknüpft mit dem zweiten Term ist immer der zweite Term. Das heißt, wir bekommen hier B disjunktiv A quer oder A disjunktiv B quer. Und wenn wir natürlich auf die gleiche Schreibweise kommen wollen, dann können wir nochmal das Kommutativgesetz anwenden, wo die Reihenfolge der Operatoren hier gedreht wird bei der ersten Klammer, und dann sehen wir, dass wir von X mit Hilfe von Distributivgesetz, inverses Element und neutrales Element und das Kommutativgesetz auf Y gekommen sind. Gut, so viel dazu. Gibt es Fragen? So, das bedeutet eigentlich jetzt mit Hilfe von dem, was wir jetzt gesehen haben, zunächst mal mit dem letzten Beispiel, dass wir die gleiche Funktion, wenn wir hier f1 haben und hier f2, und mit Hilfe von den Operatorensystemen, also mit Hilfe von den vollständigen Operatorensystemen, wissen wir, dass wir boolesche Funktionen auf unterschiedliche Art und Weise darstellen können. Die Frage ist, ob es eine eindeutige Darstellungsform für boolesche Funktionen gibt. Und das ist, was wir heute als nächstes hier behandeln wollen. Wir wollen die sogenannten Normalformen boolescher Funktionen betrachten. Dazu werden wir einige Definitionen hier mal einige Definitionen mal einfach hinnehmen müssen, ja. Müssen ein paar Sachen definieren und dann sehen, wie wir die Funktionen auf eindeutige Art und Weise, und zwar im vollständigen Operatorensystem der Konjunktion, Disjunktion und Negation, darstellen können. Und wie wir wissen, haben wir immer zu jedem boolschen Ausdruck eine duale Aussage dazu. Das haben wir bei den Huntingtonischen Axiomen gesehen, dass wir zu jeder Aussage, zu jedem Huntingtonischen Axiom oder jedes Huntingtonische Axiom in zwei Varianten gibt. Das heißt, da haben wir das Dualitätsprinzip kennengelernt, und wir werden sehen, wie diese Standarddarstellung von boolschen Funktionen auch in zwei dualen Formen aussieht. Einmal in der sogenannten konjunktive Normalform und einmal in der sogenannten disjunktive Normalform. So, vorher aber einige Definitionen. Und zwar, wir wollen zunächst mal ein Literal als entweder die Variable Literal einer Funktion, entweder die Variable xi oder ihre Negation. Das heißt, ein Literal li ist aus der Menge xi bzw. xi quer. Ja? Das heißt, wenn wir hier
eine Funktion mit den Variablen a, b und c haben, dann ist zum Beispiel a ein Literal, b quer ein Literal, c quer ein Literal und so weiter und so fort. Nichts Wildes. Wir wollen aus diesen Literalen ein Produktterm definieren, also k von Literalen x1 bis xm als die Konjunktion von L1 bis Lm oder die Konstante 0 bzw. die Konstante 1. Ja? Das heißt, wir nehmen die Literalen einer Funktion, die sind die Variable xi, entweder biert oder negiert, und wir verknüpfen sie konjunktiv miteinander. So, was bedeutet das? Das bedeutet, für eine Funktion mit den Variablen a und b haben wir a konjunktiv verknüpft mit b. Wir sehen die Literale der Funktion a und b und die sind konjunktiv miteinander verknüpft. Wir haben gesagt, dass ein Literal auch negiert sein kann, also a quer konjunktiv verknüpft mit b, beziehungsweise a konjunktiv verknüpft mit b quer, a quer konjunktiv verknüpft mit b quer. Das sind Produkttermi der einer Funktion mit den Literalen a und b. Das sind auch Literale, laut Definition. Ein Produktterm, wir nehmen Literal a und nochmal b, beziehungsweise xi quer konjunktiv verknüpft mit xi. Das ist laut Definition auch zulässig. Und wir können aber zeigen, dass jeder Produktterm k von x1 bis xm so dargestellt werden kann, dass eine Variable x in höchstens einem Literal vorkommt. Das heißt, dass wir sowas eigentlich nicht haben, beziehungsweise dass wir nicht die Variable und gleich ihre Negation in einem Produktterm haben. Das ist ziemlich einfach, weil wenn wir zunächst mal die Situation betrachten, dass wir ein Literal h, lh haben, heißt x, und lj auch x, dann wissen wir, dass LH konjunktiv verknüpft mit LJ gleich X auch. Das ist ja nichts anderes als das Idempotenzgesetz. Ja? Das heißt, in dem Fall, also X konjunktiv mit X, ist gleich X, ja? Idempotenzgesetz. Und somit können wir vor dem Fall, dass wir ein mehrfach bejahtes oder negiertes Auftauchen einer Variablen, können wir das hier streichen bzw. eliminieren. Das heißt, das mehrfache Auftauchen von x kann nach dem Idempotenzgesetz gestrichen werden. Die zweite Situation, wenn der Literali LH und LJ die Variable x und ihre Negation sind, dann können wir natürlich hier auch auf die gleiche Art und Weise, wir wissen, dass x konjunktiv verknüpft mit x quer, ja, gleich 0. Das ist welches Huntingtonische Axiom? Das ist H4, inverses Element. Und somit wissen wir, wenn wir in einem Produktterm die Variable und ihre Negation haben als Literale, dann können wir natürlich den kompletten Produktterm wegstreichen, weil der komplette Produktterm wird in dem Fall zu Null. Das heißt, wenn wir das hier für eine einzige Variable wie x haben, dann wird insgesamt der Produktterm hier zu Null. Somit können wir einen Schritt weiter gehen und wir definieren jetzt ein Implikant einer Funktion. Und zwar, ein Implikant einer Funktion ist ein Produktterm k von x1 bis xn. Wir wissen, das heißt, die Variablen x1 bis xn, die treten nur einmal auf, weil wenn sie mehrfach auftreten, dann können wir das mehrfache Auftreten mit Hilfe von dem Idempotenzgesetz streichen. Und wenn die Variable und ihre Negation auftritt im gleichen Produktterm, dann ist der Produktterm 0.
Das heißt, wir definieren jetzt hier so einen Produktterm, bei dem die Variable nur einmal auftaucht, entweder bejaht oder negiert, heißt Implikant einer Funktion, wenn gilt k impliziert y. Was bedeutet das? Das bedeutet, für jede Belegung b aus der Definitionsmenge 0, 1 hoch n gilt, wenn k für diese Belegung gleich 1 ist, dann ist die gesamte Funktion y auch 1 für diese Belegung. So, die nächste Definition ist die Definition eines Minterms. Ein Implikant einer boolschen Funktion y mit den Variablen x1 bis xn wollen wir Minterm nennen, wenn jede Variable xi der Funktion y im Implikanten als Literal genau einmal vorkommt. So, das heißt, ein Minterm ist zunächst mal ein Implikant der Funktion, das heißt, für jede Belegung b, für die dieser Minterm den Wert 1 hat, hat die Funktion auch den Wert 1, mit der Zusatzbedingung, dass in diesem Produktterm jede Variable der Funktion auftreten muss. Wie sieht das aus? Das heißt, wir haben hier eine Funktion von vier Eingangsvariablen, vier unabhängigen Variablen, x1 bis x4. Und dann Minterme dieser boolschen Funktion sind dann solche Ausdrücke, das sind Produktterme, bei denen beispielsweise hier in der ersten Zeile mit x2 bejaht und in der zweiten Zeile x2 negiert. Keine Minterme dieser boolschen Funktion, ja, da treten nicht alle Variablen auf, tritt nur x1 und x2 auf, aber nicht x3 und x4. Und zum Beispiel das hier, da tritt x3 mehrfach auf und somit ist es auch kein Minterm der Funktion. Wenn wir jetzt hier das definiert haben, das heißt, wir haben eine Funktion, wir haben Produktterme der Funktion, wir haben spezielle Produktterme, die die Funktion implizieren, das heißt Produktterme, bei denen für jede Belegung aus der Definitionsmenge oder Produktterme, die wenn sie für bestimmte Belegungen aus der Belegungsmenge den Wert 1 haben, dann hat die Funktion den Wert 1. Und wir haben eine spezielle Form von diesen Implikanten, und zwar das sind Produktterme, die die Funktion implizieren und bei denen alle Variablen der Funktion auftreten. Wenn wir das hier alles haben, dann können wir die sogenannte disjunktive Normalform einer Funktion bestimmen. Und zwar die Funktion y von n unabhängigen Variablen sei gegeben. Ein boolscher Ausdruck heißt disjunktive Normalform der Funktion, wenn er aus der disjunktiven Verknüpfung von Mintermen Ki besteht. Ja? Das heißt, das sind hier Produkttermi, bei denen alle Variablen der Funktion auftreten. Das sind ja Mintermi der Funktion. Dabei dürfen natürlich keine zwei Konjunktionen hier auftreten in dieser Normalform, die äquivalent zueinander sind. Für die nächste oder ab jetzt wollen wir eine verkürzte Schreibweise hier verwenden, damit wir nicht immer diese Operatoren mitschleppen. Und zwar wollen wir jetzt für die Konjunktion einen Punkt bzw. gar nichts angeben. Das heißt, für diesen Produktterm x1 konjunktiv verknüpft mit x2, mit x3, mit x4 können wir schreiben x1, x2, x3, x4. Beziehungsweise hier schreiben wir x1, x2 quer, x3, x4. Und für die Produktterme, die wir hier auch haben, für die Produktterme, die wir hier haben, schreiben wir x1, x2. Und hier schreiben wir x1, x2 quer, x3, x3, x4.
einfach eine verkürzte Schreibweise, wo wir praktisch für die Konjunktion, was oft auch in Literatur gefunden wird, wo man für die Konjunktion oder die Konjunktion der Operator weglässt beziehungsweise durch einen Punkt ersetzt. Ja? Was manchmal auch zu finden ist, dass man sagt, okay, die sind hier konjunktiv miteinander verknüpft, ja? Was ja durch diesen Punkt hier dargestellt wird. Okay, so viel dazu. Nun wollen wir mal gucken, ob ihr das sozusagen einigermaßen verstanden habt. Wir haben drei Definitionen. Wir haben Produktterm definiert, wir haben Implikant einer Funktion definiert und wir haben Minterm einer Funktion definiert. Und die Frage ist, gegeben sei eine Funktion f1 von drei Variablen a, b, c. Die Funktion, wie man sieht hier, die Konjunktion haben wir jetzt nicht mehr explizit ausgeschrieben, sondern das ist a konjunktiv verknüpft mit b mit c, disjunktiv a konjunktiv verknüpft mit b quer c und so weiter und so fort. Und die Frage ist, ist die Funktion hier in disjunktiver Normalform? Gibt es Meinungen dazu? So, das ist zunächst mal eine Disjunktion von Produkttermen. Das ist ein Produktterm und das ist ein Produktterm. Wir sehen, dass in allen drei Produkttermen alle Variablen der Funktion auftreten. Ja, also hier haben wir a, b und c, hier a, b und c, hier a, b und c, mal negiert, mal nicht negiert. Und wir sehen, dass wir keine zwei zueinander äquivalenten Produktthermen haben. Das heißt, die sind unterschiedlich, a, b, c, a, b quer c und a quer b, c. Das heißt, das ist in disjunktiver Normalform. Beispiel 2 ist das hier, f2 in disjunktiver Normalform. Und wenn man das Ganze hier anguckt, dann sieht man zunächst mal, dass das nicht der Fall ist, denn a, b quer enthält nicht alle Variablen. Also hier fehlt die Variable c. Auf der anderen Seite sehen wir, dass a, b, c und c, b, a, wenn wir an das Kommutativgesetz denken, dass das zwei Produkttermine, die äquivalent zueinander sind, was nicht sein darf. Und wir sehen, dass der letzte Term hier keine reine Konjunktion ist, sondern dass eine Konjunktion mit einem Term, in dem praktisch Disjunktion von zwei weiteren Termen vorhanden ist. So, die nächste Aufgabe ist das hier in disjunktiver Normalform. Dann sehen wir hier, dass das auch nicht der Fall ist, denn auf der ersten Seite sehen wir, dass hier zum Beispiel a fehlt in dem Term. Hier a tritt mehrfach. Ja, und wenn man das Idempotenzgesetz hier einsetzt, dann wissen wir, dass a konjunktiv verknüpft mit a gleich a ist. Wenn wir das hier machen, dann sehen wir, dass der erste Term und der zweite Term äquivalent sind und deshalb also die Funktion in der angegebenen Form ist nicht in disjunktiver Normalform. Jetzt wollen wir mal diese Funktion in disjunktive Normalform überführen. Ja, disjunktive Normalform, das heißt eine Disjunktion von Produkttermen, bei denen alle Variablen der Funktion auftauchen. Wie macht man das? Wir fangen einfach an, wir gucken, was wir hier machen können. Das heißt, die Funktion, die ist gleich. Können wir zunächst mal also f von a b quer c wird zunächst mal wie mehrfach erwähnt gleich a hier setzen. A, B quer C, dann B quer C und die zwei sind auch hier äquivalent zueinander. Ja, die zwei sind äquivalent zueinander.
Das heißt, der hier ist gleich identisch mit dem hier. Deshalb nochmal Idempotenzgesetz. Das heißt, es ist gleich A B quer C oder B quer C. So, was habe ich hier erreicht? Ich habe einen Term zunächst mal eliminiert, weil die zwei, die waren ja äquivalent und das darf nicht sein. Und da sehen wir hier, dass wir einen Term haben, bei dem alle Variablen der Funktion auftreten und einen zweiten Term haben, bei dem die Variable A fehlt. Da gibt es natürlich jetzt tausende Möglichkeiten oder viele Möglichkeiten, wie man die Variable A ins Spiel bringt. Das Einfachste wäre zum Beispiel, oder eine der Möglichkeiten wäre zum Beispiel, dass man den Term hier erweitert. Wenn wir das hier jetzt konjunktiv verknüpfen mit 1, dann ändert das nichts an der Tatsache und wir wissen, dass vor 1 wir immer schreiben A oder A quer. Ja? Also A oder A quer ist gleich 1, das ist das Huntingtonische Axiom 4. Ja? Dann können wir jetzt das Distributivgesetz hier verwenden, also A, B quer C oder B quer C A oder B quer C A quer. Da sehen wir hier wiederum, dass wir einen neuen Term hier bekommen haben, der identisch ist mit dem hier. Das heißt, 1 können wir hier wegstreichen und da bleibt hier A, B quer C oder auf Deutsch. Ich sortiere mal um A quer, B quer, C. Ja? Das heißt, wir sehen hier, dass wir diese Funktion hier auf den Ausdruck hier zurückgeführt haben. Das heißt, ein Ausdruck, das sind Disjunktionen. Also das ist zunächst mal die Disjunktion. Das ist die Disjunktion von zwei Produkttermen. Das sind Produkttermi, bei denen alle Variablen der Funktion, also C, B und A, auftreten. Laut Definition ist das dann die disjunktive Normalform der angegebenen Funktion f. So, natürlich gibt es andere Möglichkeiten. An der Stelle hier hätte man B quer C ausklammern, dann hat man natürlich hier, Entschuldigung, an der Stelle hier, dann hat man hier A oder 1, das ist ja 1 und so weiter und so fort. Also es gibt, das ist nicht die einzige Vorgehensweise oder Schrittreihenfolge, die man hier machen kann. Gut, das heißt, wir wissen jetzt, dass wir für jede boolesche Funktion eine Standarddarstellung angeben können mit Hilfe von dem vollständigen Operatorensystem Konjunktion, Disjunktion und Negation. Und diese Darstellung sieht die Disjunktion von Produkttermen, bei denen alle Variablen auftreten, also die Disjunktion von Min-Termen der Funktion. So, wir wissen aber bereits, dass das Dualitätsprinzip hier gilt, das heißt, auf die gleiche Art und Weise sollten wir in der Lage sein, eine Standarddarstellung der Funktion anzugeben als eine Konjunktion, also hier haben wir eine Disjunktion von Produkttermen, das heißt, dual dazu sollten wir in der Lage sein, eine Standarddarstellung der Funktion anzugeben als eine Konjunktion von Summtermen. Ja? Also, das heißt hier Konjunktion, hier haben wir Disjunktion von Produkt von Min-Termen, Disjunktion von Min-Termen, in Klammern, die Min-Termi, die sind ja Produkttermi. Und wir kennen das Dualitätsprinzip, das heißt eigentlich, analog sollten wir in der Lage sein, eine Standarddarstellung der Funktion anzugeben als eine Konjunktion, Konjunktion von, also ich habe hier in meiner Disjunktion von Min-Termen und das ist hier eine Konjunktion von, statt Min-Termen will ich den Begriff Max-Termen angeben hier
Und diese Max-Termi sind nichts anderes als Summentermi. Ja? Wie sieht das aus? Wir haben dann die gleichen Definitionen. Wir können in unsere Definitionen von vorher gehen und dann und oder ersetzen, die Variablen belassen, wie vorher 0 und 1 ersetzen, dann bekommen wir die Definition von einem Summenterm bzw. von einem Maxterm, was ich hier bereits erwähnt habe. Das heißt, es sei D von x1 bis xm eine Disjunktion von Literalen in der Form L1 disjunktiv verknüpft mit L2 bis Lm bzw. die Konstante 0 oder 1. Der Term hier, den wollen wir jetzt als Summenterm bezeichnen. So, in Analogie zu Produktterm wollen wir diesen Term hier, Disjunktion von Literalen, also D, als Summenterm betrachten. Und der Term heißt dann Implikat der Funktion, also ohne N, vorher war es Implikant der Funktion, wenn gilt D quer impliziert Y quer. Das heißt, für jede Belegung aus 0, 1 hoch N gilt, wenn D von bei dieser Belegung den Wert 0 hat, dann ist auch die Funktion Y für diese Belegung auch den Wert 0. Die nächste Definition ist die Definition eines Maxterms, und zwar das ist ein Implikat einer booleschen Funktion, das heißt, es ist ein Summenterm der Variablen der Funktion, bei dem alle Variablen der Funktion als Literal auftauchen. Also wenn ein Literal jeder Variable xi der Funktion y im Implikat genau einmal vorkommt. Und Beispiele für Maxterme einer Funktion mit drei Eingangsvariablen x1, x2, x3 sind solche. Das sind Summentermi, wie man sieht. Hier alle Variablen treten genau einmal auf, alle biat. Und hier sehen wir, dass alle Variablen auftreten, wobei x2 negiert auftritt und alle sind miteinander über den Operator Disjunktion hier verknüpft. Wenn wir diese Maxterme definiert haben, dann können wir für die boolesche Funktion y der Eingangsvariablen x1 bis xm, können wir diese boolesche Funktion in der sogenannten konjunktiven Normalform angeben, das heißt eine Form, die aus der konjunktiven Verknüpfung der Maxtermi der Funktion. Das heißt, wir haben hier unsere Summentermi, die d0 bis dk. Ja? Und natürlich bei n unabhängigen Variablen gilt natürlich das Ganze wie vorher, können wir 2 hoch n unterschiedliche Summentermi oder Produkttermi definieren. Deshalb geht k hier, wenn der Index hier von 0 bis k geht, dann ist k kleiner gleich 2 hoch n minus 1. Aber wir haben hier unsere Summentermi und diese Summentermi, die werden bei der konjunktiven Form konjunktiv miteinander verknüpft. Dabei dürfen natürlich keine zwei Disjunktionen, also di und dj, auftreten, die äquivalent zueinander sind. Wie man sieht hier, die Aussagen sind komplett äquivalent zueinander. Jetzt wollen wir das Ganze hier nochmal angucken für eine Funktion mit drei Eingangsvariablen a, b und c. Und in einer Funktion mit drei unabhängigen Variablen können maximal 2 hoch n Produkttermi bzw. Summentermi definiert werden. Ja? Wenn diese Produkttermi für eine bestimmte Belegung der Eingangsvariablen den Wert 1 haben, dann sind sie Implikanten der Funktion, und wenn alle Eingangsvariablen da drin auftauchen, dann sind sie Mintermi der Funktion. Das heißt, eine Funktion mit n Variablen oder bei einer Funktion mit n Variablen können maximal 2 hoch n Mintermi bzw. 2 hoch n Maxtermi auftreten. Und die sind hier aufgelistet. Also diese Mintermi hier,
diese Minterme, die produzieren eine 1 als Funktionswert. Produziert 1 als Funktionswert. Und die Maxterme, die produzieren Null als Funktionswert. Was in der Tabelle hier angegeben ist, sind zunächst mal alle möglichen Produktterme. Ja, das sind Produktterme. Alle möglichen Produktterme der Funktion. Beziehungsweise alle möglichen Summenterme. So, damit es hier keine Missverständnisse gibt, will ich hier die zwei Wörter hier wegstreichen. Das heißt, ich will hier 2 hoch n Produktterme. Da fehlt hier ein T übrigens. Und hier Summenterme. Ja? So, und wie bildet man die? Das ist ziemlich einfach. Bei Produkttermen, das sind alle Variablen der Funktion konjunktiv miteinander verknüpft. Die Konjunktion schreiben wir nicht mehr hin, deshalb gibt es nichts zwischen den Buchstaben. Und dann die Variablen, die treten entweder negiert oder bejaht auf. Hier treten sie alle negiert auf. Hier A, bejaht, hier B, hier A und B. Und man merkt schon eigentlich das Schema. Ist nichts anderes als die unterschiedlichen Belegungen der Variablen. Hier 1, 1, 1, beziehungsweise die Maxterme. Hier, die fangen mit A, Disjunktiv B, Disjunktiv C bis A quer, Disjunktiv B quer, Disjunktiv C quer. So, und was hier angegeben ist, diese, in dieser ersten Spalte, sie ist nichts anderes, oder wenn wir jetzt in der ersten Spalte diese Zahlen in der ersten Spalte nichts anderes als die Dezimalzahlen der Belegungen der Eingangsvariablen verstehen. Also wenn wir das hier als die Dezimalzahl der Eingangsbelegungen interpretieren, dann hätten wir hier bei unseren also Eingangsvariablen A, B, C, hätten wir hier die Belegungen 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Und jetzt will ich hier zu dem, was ich vorher weggestrichen habe, zurückkommen, Maxterme und Minterme in der obersten Zeile. Und wollen wir gucken, was für ein Wert eigentlich A quer, B quer, C quer hat, wenn die Belegung der Eingangsvariablen 0, 0, 0 ist. So, wenn die Belegung der Eingangsvariablen hier 0, 0, 0 haben, dann wissen wir 0 quer, 0 quer, 0 quer, dann hat tatsächlich dieser Minterm oder dieser Produktterm den Wert 1 für diese Belegung. Somit impliziert er die Funktion. Ja, also ist Implikant der Funktion und somit auch ein Minterm der Funktion. 0, 0, 1, da sehen wir hier, A hat den Wert 1. Ich soll vielleicht zur Vereinfachung so rum, ja, Vereinfachung der Schreibweise, dann sehen wir, A hat den Wert 1 und somit hat der Term hier den Wert auch 1. Das gleiche hier, C und A sind 0, B gleich 1, das heißt, der hat für diese Belegung den Wert 1. Wenn wir das Ganze hier und so weiter und so fort, bei 7 haben wir 1, 1, 1 und somit der Produktterm hier hat den Wert 1. Wenn wir das Ganze bei den Maxtermen hier betrachten, dann sehen wir, wenn wir 0, 0, 0 haben, dass das hier
auch 0 ist, also 0, Disjunktiv verknüpft mit 0, mit 0, beziehungsweise hier bei 1, 1, 1 sehen wir, dass wir 1 quer Disjunktiv verknüpft mit 1 quer, Disjunktiv verknüpft mit 1 quer, also 0 insgesamt. So, das heißt somit, in jeder Funktion mit n Variablen können wir bis n Termi definieren und bis 2 hoch n Max-Termi definieren. So, das ist also hier jetzt ein Beispiel, wenn die Funktion für jede Belegung dieser Eingangsvariablen den Wert 1 hat, dann haben wir insgesamt 8 Min-Termi. Das ist die konstante Funktion 1. Wenn die Funktion oder eine Funktion, die wir noch nicht haben hier, das ist allgemein, was wir hier angeben, für jede Belegung der Eingangsvariablen den Wert 0 hat, dann haben wir insgesamt 8 Max-Termi und das ist nichts anderes als die konstante Null-Funktion. Ja? Das bedeutet aber, dass wir bei einer vorgegebenen Boolschen Funktion, die nicht die triviale Null-Funktion oder 1-Funktion ist, also die nicht 8 Max-Termi bzw. 8 Min-Termi hat, haben wir für bestimmte Belegungen der Eingangsvariablen, also für bestimmte Interpretationen der Funktion, haben den Wahrheitswert 1, andere haben den Wahrheitswert 0. Und bei solchen, die den bei Belegungen, die einen Wahrheitswert 1 ergeben, haben wir einen Minterm der Funktion und bei solchen Belegungen, die Wahrheitswert 0 für die Funktion haben, haben wir einen Maxterm der Funktion. So, Herkunft der Bezeichnungen Mintermi und Maxtermi habe ich bereits erklärt. Hier steht nochmal schwarz auf weiß. Das heißt, Funktionen mit nur einem einzigen Minterm, ja, abgesehen natürlich von der trivialen Nullfunktion, die haben genau für eine Belegung den Funktionswert 1. Das heißt, wir haben eine maximale Anzahl an Nullen und eine minimale Anzahl an Einsen. Bei Max-Termen betrachten wir Funktionen mit nur einem einzigen Max-Term. Das heißt, für nur eine Belegung der Eingangsvariablen hat die Funktion den Wert 0. Das heißt, wir haben abgesehen von der trivialen 1-Funktion eine maximale Anzahl von Einsen und minimale Anzahl von Nullen. So, um das Ganze hier noch ein bisschen verständlicher zu machen, wollen wir die disjunktive Normalform einer vorgegebenen Funktion hier mal bestimmen. Das heißt, gegeben sei die Funktion y gleich a, b quer oder c. Und jetzt wollen wir die disjunktive Normalform oder die konjunktive Normalform und die konjunktive Normalform dieser Funktion bestimmen. Und das Einzige, was wir bis jetzt wissen, ist eigentlich die Definitionen. Fangen wir an mit der disjunktiven Normalform. Wir brauchen eine Disjunktion von Produkttermen, bei denen alle Variablen der Funktion auftreten. Also eine Disjunktion von Min-Termen der Funktion. Und wir sehen hier, wie unsere Überlegungen vorher, im ersten Term fehlt die Variable c, im zweiten Term fehlen die Variablen b und a, das heißt, es ist keine disjunktive Normalform. Und wenn wir jetzt an die konjunktive Normalform denken, dann sehen wir eigentlich, dass wir hier keine Konjunktion oder keine Disjunktion, also keine Summentermi der Variablen haben. So, fangen wir mal an und zwar bestimmen wir zunächst mal die disjunktive Normalform. Ja, DNF, disjunktive Normalform. Und wir gehen hin und wir sagen, y ist gleich ab quer oder c. Ja, und überall dort wissen wir, wo eine Variable fehlt, können wir schaltalgebraisch erweitern unter Ausnutzung in dem Fall der Eigenschaft des 1-Elements.
Das heißt, hier bei dem ersten Term fehlt C. Ich kann also hier dazu schreiben, das ist konjunktiv verknüpft C oder C quer. Und beim zweiten Teil sehen wir, dass beim zweiten Term das A und B fehlen. Und für A und B kann ich natürlich, oder kann ich sie ins Spiel bringen, indem ich hier A disjunktiv A quer, B fehlt auch, das heißt B quer, und die einzige Variable, die wir haben, ist C. Ja? Und wir wissen also, dass x quer ist gleich 1. Wenn wir also 1 konjunktiv mit irgendetwas verknüpfen, dann ändert sich nichts daran. So, jetzt gehen wir mal hin und schreiben wir aus, also distributiv gesetzt, das A, B quer, C. A, B quer, C quer. Disjunktiv verknüpft mit, wir brauchen, glaube ich, nicht so viele Schritte zu machen, sonst ist es euch langweilig. Das ist A, B, C. A, B quer, C. A quer, B, C. A quer, B quer, C. Man sieht also, mit Hilfe von dieser schaltalgebraischen Erweiterung habe ich jetzt Terme bekommen, bei denen alle Variablen der Funktion auftauchen, entweder negiert oder bejaht. Das nächste, was wir prüfen müssen bei einer disjunktiven Normalform, dass keine dieser Terme äquivalent zueinander sind. Und wenn wir ein bisschen hinschauen, scharf hinschauen, dann sehen wir, dass der hier und der hier identisch sind. Das heißt, den können wir wegstreichen, beziehungsweise eins von denen reicht aus, und der Rest, das sind unterschiedliche Produkttermi, also wir haben A, B quer, C oder A, B quer, C quer oder A, B, C oder A quer, B, C oder A quer, B quer, C. Das heißt, das ist hier Disjunktionen von Termen, bei denen alle Variablen der Funktion auftreten, also Disjunktion der Minterme der Funktion. So, jetzt wollen wir mal die konjunktive Normalform bestimmen. Die konjunktive Normalform wollen wir als nächstes bestimmen. Also die KNF. Und das ist eigentlich die gleiche Vorgehensweise, wobei viele Leute tun sich immer schwer mit der konjunktiven Variante. So, und was wir hier machen, natürlich zunächst mal distributiv gesetzt. Das ist A disjunktiv verknüpft mit C und das Ganze konjunktiv mit B quer disjunktiv verknüpft mit C. Man sieht hier, dass wir mit dem ersten Schritt distributiv gesetzt, das ist H2, bereits zwei Summenterme haben. Bei dem ersten Summenterm fehlt B und beim zweiten Summenterm fehlt A. Das heißt, wir können auf die gleiche Art und Weise hier schaltalgebraische Erweiterung machen, so, indem wir auf der einen Seite versuchen, B ins Spiel zu bringen beim ersten Term und A ins Spiel zu bringen beim zweiten Term. Und nochmal unter Ausnutzung von H4, das heißt, das ist nichts anderes als A disjunktiv verknüpft mit C, und wir wissen, wenn wir das disjunktiv verknüpfen mit B
Konjunktiv verknüpft B quer, ja, also das eine 0, X Konjunktiv verknüpft mit X quer ist gleich 0, das nochmal H4 übrigens, ja, dann haben wir B hier ins Spiel gebracht und das Ganze nochmal konjunktiv verknüpft mit, hier müssen wir A ins Spiel bringen. Das heißt, ich schreibe hier A konjunktiv A quer und das Ganze disjunktiv verknüpft mit B quer disjunktiv C. Und wenn wir das hier haben, dann können wir das Distributivgesetz anwenden, dann ist es A, C, B, A disjunktiv C disjunktiv B quer und dann haben wir hier A disjunktiv B quer disjunktiv C und dann A quer disjunktiv B quer disjunktiv C. Das heißt, wir haben zunächst mal hier die Funktion in einer Disjunktion von Summenterme überführt. Das nächste, was wir prüfen müssen, ist, ob zwei dieser Summenterme äquivalent zueinander sind. Und da sehen wir zum Beispiel, dass wir hier die zwei hier gleich sind. Das heißt, insgesamt haben wir für die konjunktive Normalform A, ich sortiere mal ein bisschen die Variablen, indem ich immer mit A anfange. A, B, C, dann kommt der zweite A, B quer, C, der ist gleich und dann kommt der dritte A quer, B quer, C. So, und wenn man das Ganze hier vergleicht mit dem, was ich zu Hause hier berechnet habe, wobei hier die Disjunktionsoperatoren angegeben sind in der Form, dann sieht man, dass wir auf das gleiche Ergebnis hier gekommen sind. Und das nochmal hier zur Betonung, diese Tabelle, die wir vorher gesehen haben, mit der maximalen Anzahl von Min-Termen und maximalen Anzahl von Max-Termen einer Funktion. Wir haben hier eine Funktion mit drei Eingangsvariablen, ja, also y war eine Funktion von c, b, a, ja, das heißt n gleich 3 und dann haben wir 2 hoch n, also ist gleich 2 hoch 3 ist gleich 8 maximal 8 unterschiedliche mögliche Produktterme bzw. Summenterme. Und wie man sieht hier bei dieser speziellen Funktion, die definiert war, die ist nicht die Nullfunktion oder die Einsfunktion, sondern A, B quer oder C, haben wir hier 5 Minterme der Funktion, 1, 2, 3, 4, 5. Also hier haben wir 5 Minterme. Und natürlich, wir haben ja die restlichen Belegungen der Eingangsvariablen, die auch einem bestimmten Wert zugeordnet sind bei dieser Funktion. Und hier sind das 3 Max-Terme. Ja? Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, diese Funktion, wenn wir sie jetzt in einer Funktionstabelle, mit Hilfe von einer Funktionstabelle darstellen, dann haben wir für 5 Belegungen der Eingangsvariablen, hat die Funktion für 5 Belegungen der Eingangsvariablen den Wert 1 und für 3 Belegungen der Variablen den Wert 0. Ja? Und zwar diese Belegungen kann man ablesen jetzt anhand von dieser Form. Das heißt, für die Belegung 1, 1, 1 hat die Funktion den Wert 1, für die Belegung 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Das heißt, für all diese Belegungen, ich schreibe es vielleicht hier, obwohl die Folie, auch wenn die Folie überladen wird, das heißt, für die Belegungen 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1,
1, 1, 1, für all diese Belegungen der Eingangsvariablen hat die Funktion den Wert 1. Und das kann man prüfen, indem man diese Belegung hier nimmt, zum Beispiel 1, 1, 1 und einsetzt hier. Also wenn ich 1, A1, B1 und C1, C ist 1, 1 oder irgendetwas ist 1, dann hat sich die Sache erledigt. Und hier, für diese Belegungen, oder für die Belegungen 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 hat die Funktion den Wert 0. Ja, kann man nachher, kann man auch prüfen, wenn man 0, 0, 0 einsetzt hier, C ist 0, A ist 0, dann ist der ganze 0. Wenn wir zum Beispiel, dann ist es 0 und so weiter und so fort. Gut, so viel dazu. Gibt es Fragen? Ja. Welche Zeile bitte? In der ersten Zeile. Okay, also die Frage ist, ich habe natürlich hier das Kommutativgesetz ein bisschen ignoriert, ja, oder? Oder wie ist das? Dass ich ja, das kann man machen, das geht, ja. Das geht. Okay, so seine Frage war nochmal zur Wiederholung. Ich habe das Distributivgesetz von der rechten Seite angewandt hier, also C hier rein multipliziert und nicht von der linken Seite, wie wir das kennengelernt haben in der Vorlesung. Aber das kann man natürlich mit einem Schritt mit dem Kommutativgesetz auch machen. Auf die gleiche Art und Weise ist es auch erlaubt. Okay, so, weitere Fragen? Weitere Fragen? So, das heißt, wir haben eigentlich jetzt eine Möglichkeit kennengelernt, wie wir von einer beliebigen Darstellung einer Funktion zu ihrer Normalform kommen, zu der disjunktiven oder konjunktiven Normalform. Der Trick war oder die ganze Idee ist, dass wir bei Termen, wo bestimmte Variablen hier fehlen, wie zum Beispiel a oder b, beziehungsweise hier c und hier a und b, mit Hilfe von schaltalgebraischen Erweiterungen diese Variablen zu den Termen hier hinzufügen, ohne dass das Ergebnis oder der Wert der Funktion sich ändert. Ich will euch als nächstes aber eine Methode zeigen, mit der man Funktionen aus der disjunktiven Form bzw. aus der konjunktiven Form in DNF bzw. KNF überführen kann. Das ist der sogenannte Shannon'sche Entwicklungssatz. Und das bedeutet, um die disjunktive Normalform oder die konjunktive Normalform einer Funktion zu bestimmen, entwickelt man diese Funktion nach allen Variablen xi. Und Entwicklung bedeutet in dem Fall, dass man die Variable zunächst mal, nachdem man entwickelt, auf den Wert 1 setzt und der entstehende Term konjunktiv mit der Variablen verknüpft. Das Ganze nochmal disjunktiv verknüpft mit einem zweiten Teil hier, wo die Variable negiert auftaucht, konjunktiv verknüpft mit einer Restfunktion, die sich aus der ursprünglichen Funktion ergibt, wenn man für die Variable, nachdem man entwickelt, den Wert 0 einsetzt. Ja? Das heißt, wenn wir eine Funktion f von x1 bis xn haben und wir wollen nach einer Variable xi, wie hier angedeutet, entwickeln, dann nehmen wir die Variable xi, konjunktiv verknüpft mit einer Restfunktion, die sich aus der ursprünglichen Funktion ergibt, wenn wir für xi den Wert 1 einsetzen. Und der ganze Term verknüpfen wir disjunktiv mit einem zweiten Term,
der ist dann xi quer, also die Negation der Variable, konjunktiv verknüpft mit der Funktion oder mit einer Restfunktion, die sich aus der ursprünglichen Funktion ergibt, wenn man für die Variable xi den Wert 0 setzt. Die Frage ist, wieso ist das eigentlich richtig? Das heißt, ich schreibe hier f von x1 bis xn ist gleich das hier. Das muss auch eine Tautologie sein. Das heißt, f von x1 bis xn ist gleich xi konjunktiv verknüpft mit f, wobei für f mit xi gleich 1, disjunktiv verknüpft mit xi quer und nochmal konjunktiv mit f mit xi gleich 0. Und um das hier zu zeigen, wollen wir das einfach hier auf eine einfache Weise beweisen, und zwar einfach durch Einsetzen. Ja? Also wir wollen zunächst mal nur zeigen, dass diese Gleichung unten eine Tautologie ist, dass das gilt, ja, was wir hier haben mit dem Shannon'schen Entwicklungssatz. So, und hierzu schreiben wir zunächst mal f von x1 xi gleich 1, ja, xn. Was ist das? Das ist nichts anderes als laut Definition die 1, also xi ist 1 in dem Fall. Das hier. Deshalb setze ich die Variable xi und dann konjunktiv verknüpft mit der Funktion x1 xi gleich 1, so ist die Definition, bis xn und das Ganze disjunktiv verknüpft mit xi quer, also das ist die 0 und dann konjunktiv mit f xi gleich 0, so ist unsere Definition xn. Und wir wissen ja, dass 0 konjunktiv verknüpft mit irgendetwas ist 0. Das heißt, der Term hier wird zu 0 und somit ist das tatsächlich nichts an. Und der Term hier 1 konjunktiv verknüpft mit irgendetwas ist irgendetwas. Das heißt, es bleibt x1 xi gleich 1 xn. Auf die gleiche Art und Weise können wir zeigen, dass wenn xi gleich 0 ist, das ist also gleich, nochmal das gleiche Spiel, die Variable 0 konjunktiv verknüpft mit f x1 xi gleich 0. Xi gleich 1, Entschuldigung, das ist laut genau, was wir vorher hatten. Gleich 1, xn, disjunktiv verknüpft mit die Negation ist also 1 und dann konjunktiv. Xi gleich 0 ist. Und wir wissen also, dass der obere Term gleich 0 wird und dass der untere Term zu dem hier wird. Xi gleich 0. So. Das heißt, wir sehen also hier, dass dieser Entwicklungssatz gilt und damit können wir natürlich unsere Funktionen hier, unsere Normalformen bestimmen. So, Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Das heißt,
wir haben hier eine Funktion und diese Funktion, die ist nicht in disjunktiver Normalform, wie wir sehen. Das ist zwar eine Disjunktion von Produkttermen, aber nicht in allen Produkttermen tauchen alle Variablen auf. Ja, und wir wissen, dass wir das ganz einfach mit schaltalgebraischer Umformung machen können, zum Beispiel indem wir hier eine Erweiterung mit C oder C quer machen und hier eine Erweiterung mit A oder A quer machen. Aber wir wollen jetzt zunächst mal die Normalform dieser Funktion mit Hilfe von dem Shannonschen Entwicklungssatz hier bestimmen. Hierzu entwickeln wir die Funktion nach allen Variablen. Ja? Und ich fange an, indem ich die Funktion nach der Variablen A entwickle. Ja? Und wenn wir die Funktion nach einer Variablen entwickeln, dann wissen wir, dass wir zunächst mal eine Klammer aufmachen, dann die Variable A und dann konjunktiv verknüpft mit einer Restfunktion, die sich daraus ergibt, dass ich überall in der Funktion für A 1 setze. Das heißt 1 B quer C oder 1 quer B quer oder BC. Das Ganze konjunktiv verknüpft mit A quer. Und das Konjunktiv verknüpft jetzt mit einer Restfunktion, die sich ergibt, wenn ich für A 0 einsetze. 0 quer B, BC. So. Wenn wir das hier machen, dann können wir jetzt zunächst mal diese entstehenden Restfunktionen vereinfachen. Das heißt, wir wissen zum Beispiel jetzt, dass 1 quer b gleich 0 ist. Und wir wissen, dass 1 und irgendetwas ist irgendetwas, das heißt bc. Und wir wissen, dass 0 und irgendetwas gleich 0 ist, das heißt die Terme hier gleich 0 sind. Somit bleibt also übrig das ist nichts anderes als A B quer C konjunktiv verknüpft BC dann disjunktiv A quer konjunktiv verknüpft mit dem Rest und der Rest hier ist, habe ich einen Fehler gemacht? So, das ist eine 1, weil 0 quer ist, das ist eine B, Entschuldigung. So, das heißt insgesamt haben wir hier B oder BC. So, so viel haben wir noch nicht gewonnen. Jetzt entwickeln wir die Funktion nach B. Ja, das heißt, um die Funktion nach B zu entwickeln, müssen wir nur die Restfunktionen, also die blauen Terme nach B entwickeln. So, was bedeutet das? Das bedeutet A, Klammer auf, jetzt entwickeln wir nach B, also B. Und jetzt setzen wir hier 1 quer C oder 1C. Oder, also ich entwickle die erste Restfunktion B quer. Und jetzt setzen wir hier 0 quer C oder 0C. Ja, und wir machen jetzt die große Klammer hier zu. Oder A quer, eine große Klammer und wir entwickeln die nächste Funktion nach B, die nächste Restfunktion, also die hier, das sind die Restfunktionen jetzt. So, also B und dann setzen wir für B jetzt 1, 1 oder 1c und das Ganze nochmal oder und jetzt kommt B quer.
und wir setzen hier für b eine 0, also 0 oder 0c, Klammer zu. So, was sehen wir hier? Was haben wir bekommen? Also, wir haben hier auf jeden Fall zunächst mal ein a, b und b, das ist die große Klammer, das ist eine 0, also da bleibt hier eine c, oder b quer, das ist 1, das ist 0, also b quer c, oder a quer, dann b, und dann sehen wir hier 1 oder irgendetwas ist eigentlich 1, ja, oder b quer und hier 0 oder irgendetwas ist 0, mit b quer ist auch 0, das heißt, der Term verschwindet hier komplett. Ja? Stimmt das? Genau. So, das heißt, wir haben hier, wenn wir das ausmultiplizieren, a, b, c oder a, b quer c. A quer B. Ja? So, was haben wir jetzt gewonnen? Wir haben einen Term noch, der, bei dem die Variable C nicht auftaucht, und zwar der letzte Term. Und wenn wir das Ganze hier sukzessive die Restfunktion nach C entwickeln. Aber was ist die Restfunktion hier bei dem Term? Die ersten zwei Terme, die sind okay. Das sind ja Produkttermi, bei denen alle Variablen der Funktion auftreten. Aber jetzt habe ich hier nach a entwickelt. Ich muss jetzt also nach allen Variablen entwickeln. Also nach c. Klar kann ich das für die ganze Funktion machen, aber das ist Blödsinn oder zu viel Arbeit. Deshalb entwickle ich jetzt nur die Restfunktion. Die Restfunktion hier, und diese Restfunktion hier ist nichts anderes als 1, ja, entwickle das nach c, das heißt oder a quer b, und jetzt entwickle ich 1 nach c, das ist c und 1 oder c quer und 0, ja, ich setze einmal 0 und einmal 1 für die Funktion, wir sind alle auf einmal ruhig. Das ist also gleich a, b, c oder a, b quer c, a quer b, c und der Rest ist 0. Und das ist also, wenn ich mich hier nicht vertan habe, die disjunktive Normalform der angegebenen Funktion. Okay, gibt es Fragen dazu? Wenn wir das Ganze hier mal betrachten, das war unser Beispiel von vorher und das waren die Restfunktionen, die wir bekommen haben. Wir stellen das Ganze mit Hilfe von einem Baum oder in einer Baumstruktur dar. Dann sehen wir hier unsere Restfunktionen, die wir bekommen haben. Restfunktionen, die wir bekommen haben nach der Entwicklung nach a. Also hier Entwicklung nach a. Dann haben wir nach b entwickelt. Dann haben wir hier nach b entwickelt und haben wir die Restfunktionen c, c, c und a, das heißt Entwicklung nach b.
also klar, hier entwickeln wir nach b und hier entwickeln wir nach a und das sind die Restfunktionen, die nach dieser Entwicklung entstehen. Und wir sehen eigentlich, dass wir bei der Entwicklung nach c oder dass die Entwicklung nach c ziemlich einfach war, weil wir, wenn wir die Variable selbst haben, dann brauchen wir kaum zu entwickeln. Das ist immer c oder c quer, einmal mit 1 und einmal mit 0. Aber wenn wir eine Konstante als eine Restfunktion haben, dann ist es wichtig für uns, das heißt, dass wir den Entwicklung nach c. Und wenn wir das Ganze hier sehen, dann sehen wir, dass die Minterme der Funktion, die bekommen wir, wir sehen zunächst mal, dass ich irgendwo einen Fehler gebaut habe vorher, auf der Folie davor, weil es sind nur drei Minterme bei mir rausgekommen. Ich kontrolliere das nachher, woran das lag. Aber man sieht hier, dass die Minterme abgelesen werden können, hier an den Wurzeln hier oder an den Blättern von diesem Baum, indem man solche Äste im Baum betrachtet, die zu einer 1 führen und dann die entsprechenden Variablen hier abliest. Das heißt, ich habe hier den Minterm entlang dieses Pfades C, B, A. Wir haben hier A, B quer C. Wir haben hier C, B, A quer. Und wir haben hier natürlich einmal C und einmal C quer und dann nochmal mit B quer mit A. So, das heißt, wenn man das hier macht, dann sieht man, dass die Minterme durch Verfolgung der Äste des Baumes gefunden werden, und zwar all diese Äste, die zu einer 1 hier führen. Gut, gibt es Fragen dazu? Es gilt natürlich auch hier das Dualitätsprinzip. Mit Hilfe von dem ersten, was wir gesehen haben, können wir eine beliebige Funktion, die in disjunktiver und konjunktiver Form angegeben ist und einer beliebigen anderen Form, also in einem anderen Operatorensystem, in die disjunktive Normalform überführen, indem wir diese disjunktive Form von dem Shannonschen Entwicklungssatz anwenden, wie vorher auch im Beispiel. Wenn wir an das Dualitätsprinzip denken, dann können wir natürlich die Uns und also Konjunktion, Disjunktion ersetzen und die Konstanten ersetzen. Dann bekommen wir den Shannonschen Entwicklungssatz in seiner konjunktiven Form. Das heißt, bei der konjunktiven Form, ich entwickle bei der Entwicklung nach einer Variablen xi, verknüpfe ich die Variable disjunktiv zunächst mal mit der Funktion, die sich ergibt aus der ursprünglichen Funktion, aber mit xi gleich 0, und das Ganze konjunktiv mit dem zweiten Teil, also xi quer disjunktiv verknüpft mit der Restfunktion, die sich aus der ursprünglichen Funktion ergibt, wenn man für xi 1 einsetzt. So, jetzt dazu werden wir in der Übung noch Beispiele sehen, also wie man mit Hilfe von der konjunktiven Variante des Shannonschen Entwicklungssatzes die konjunktive Normalform der Funktion bestimmt. Als Zusammenfassung für heute will ich kurz nochmal hier auf diese Folie eingehen. Das habe ich ja mehr oder weniger anhand von der Tabelle und von dem Beispiel erklärt. Aber ich will auf eine kurze Deutung, die sehr wichtig ist für den nachfolgenden Stoff hier eingehen. Und zwar Minterme der Funktion, das sind also Implikanten der Funktion, die entsprechen Zeilen der Funktionstabelle mit dem Funktionswert 1. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir eine Funktion haben, dargestellt als eine Funktionstabelle, und wir wollen die disjunktive Normalform dieser Funktion haben, dann wissen wir, dass die Minterme überall dort sind, in den Zeilen der Tabelle, wo die Funktion den Wert 1 haben. Das heißt, die disjunktive Normalform, die nichts anderes als die disjunktive Verknüpfung aller bei den Zeilen mit dem Funktionswert 1,
alle Variablen konjunktiv miteinander verknüpfen und die Variablen, die den Wert 0 haben, bei der Belegung negieren. Max-Terme entsprechen Zahlen der Funktion. Um die konjunktive Normalform zu bilden, gehen wir hin zu diesen Zeilen und verknüpfen alle Eingangsvariablen in den Zeilen disjunktiv miteinander und negieren dabei die Variablen, die den Wert 1 haben. Das Ganze hier anhand von einem einfachen Beispiel. Entschuldigung. So, gegeben sei eine Funktion mit drei Eingangsvariablen a, b, c und wir haben die Funktionstabelle hier und wir wollen die disjunktive und die konjunktive Normalform der Funktion bestimmen. Wir wissen, die Min-Termi sind überall dort in den Zeilen, wo die Funktion den Wert 1 haben und die Min-Termi sind Produkttermi, das heißt c, b, a, die sind konjunktiv miteinander verknüpft. Und überall dort, wo die Variablen in der Belegung in dieser Zeile den Wert 0 haben, werden sie negiert. Die nächste Zeile mit 1 ist hier, das heißt der Produktterm ist CBA. Die Variable C hat den Wert 0, deshalb muss sie negiert. Die nächste Zeile ist 4, also CBA. Und wir sehen, dass B und A den Wert 0 haben, deshalb werden sie negiert. Und hier C, B, A und alle haben den Wert 1, deshalb werden sie nicht negiert. Die Max-Terme der Funktion, die stehen in den Zeilen mit dem Funktionswert 0 und die sind immer Summenterme, ja? Also C, B, A. Und jetzt wir negieren die Variable, die den Wert 1 hat bei der Belegung und das ist die 1. Der nächste Max-Term ist auch ein Summenterm aller Variablen, wobei b negiert wird. Und der dritte ist in der fünften Zeile, c hat den Wert 1, wird negiert, b hat den Wert 0, a hat den Wert 1, wird also negiert. Und der vierte Max-Term ist in der sechsten Zeile, c und b müssen wir negieren. Und A nicht, weil C und B hier den Wert 1 haben und A den Wert 0. Das heißt, auf diese Art und Weise haben wir alle Min-Terme und alle Max-Terme der Funktion bestimmt. Und wir wissen, die disjunktive Normalform ist nichts anderes als die Disjunktion aller Min-Terme. Und die konjunktive Normalform ist nichts anderes als die Konjunktion aller Max-Terme. Das heißt, die können wir ablesen und somit bestimmen wir auf diese einfache Art und Weise die Normalformen der Funktion. Jetzt um ein bisschen Schreibarbeit, also um ein bisschen Schreibarbeit zu sparen, können wir eigentlich diese Funktion y, wenn wir die Funktion y beschreiben wollen, dann können wir sagen, okay, das ist eine Funktion, die hat die disjunktive Normalform y gleich so und so. Oder die konjunktive Normalform y gleich so und so. Aber das ist ein bisschen viel Schreibarbeit eigentlich. Wir können sagen, das ist eine Funktion, die Funktion y ist eine Funktion, die hat die Min-Termi in der Zeile 0, Zeile 3, Zeile 4 und Zeile 7 und das reicht aus. Weil ich weiß, die Funktion kann entweder den Wert 0 oder den Wert 1 annehmen. Und wenn ich die Stellen angebe oder die Belegungen angebe, bei denen die Funktion den Wert 1 habe, dann habe ich die Funktion komplett beschrieben. Wir reden noch über vollständig definierte Funktionen, also die entweder 0 oder 1 als Wert haben. Wir werden noch unvollständig definierte Funktionen haben, die zum Beispiel für eine bestimmte Belegung 0 und 1 sein können. Das heißt, wenn man das hier bedenkt, dann kann man für diese Funktion noch einfacher schreiben, dass man sagt, die Funktion hat die Min-Termi an den Stellen 0, 3, 4 und 7, beziehungsweise die Funktion hat die Max-Termi an den Stellen 1, 2, 5 und 6. Okay, damit wollte ich für heute die Vorlesung beenden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns am Mittwoch.